ach ja, jetzt funktioniert das mal mit dem Mikrofon, dass man mich viel besser hört. Und jetzt meinen viele, jetzt werden die Lichtverhältnisse schlechter. Aber das ist nur eine Ausnahme, weil es schon ziemlich spät ist und ich das eigentlich noch durchhaben möchte heute. Denn es geht ja auch um die Dunkelheit, um den Schlaf an sich eher gesagt. Ich werde jetzt heute erklären, was ist denn an Schlaf so wichtig, was macht Schlaf und wie kann ich perfekt schlafen. Also Schlaf, da streiten sich die Wissenschaftler immer noch ziemlich. Manche sagen, bei Raubtieren diene der Schlaf dazu, dass sie zum Beispiel 18 Stunden am Tag dösen müssen, um keine Überbewilderung zu machen, also nicht zu viel zu fressen und zu töten. Bei Menschen geht man von ganz vielen Dingen aus, zum Beispiel, dass kleine Kinder das brauchen, um bestimmte Wachstumshormone anzuregen, dass dadurch Zellregeneration stattfindet und wenn das gar nicht passiert, man nach wochenlangem Schlafentzug sogar sterben kann. Dass zum Beispiel Gedanken verarbeitet werden, nicht unbedingt auf kognitiver Ebene, auch wenn das manche glauben. Aber ich denke persönlich eher, dass es auf emotionaler Ebene geschieht. Also dass nicht unbedingt der Sinn von dem verarbeitet wird, was man verarbeitet, sondern die Emotionen dahinter. Das, denke ich mal, ist auch der Grund, wieso wir träumen. Denn das sind grundsätzlich nur emotionale Spiegelbilder dessen, was wir erlebt haben. Gefüllt allerdings mit den Bildern, je nachdem, was man im Leben alles schon so erlebt hat. Dann nimmt sich das Gehirn alles und pflückt das so zusammen. Hauptsache, die Emotionen kommen rüber. Deswegen ist das wohl eher eine emotionale Verarbeitung über die Nacht und so ein bisschen, dass der Tagstress abgeschaltet wird. Der Bedarf des Schlafes wird von vielen Dingen bestimmt. Man hat zum einen eine hormonelle Uhr, dann hat man die Uhr hell-dunkel, die mit dem Hypothalamus verbunden ist und in den Genen ist es auch teilweise verankert, wie lange man denn schlafen muss, um ausgeschlafen zu sein. Man glaubt zwar, wenn man älter wird, muss man weniger schlafen, aber das stimmt nicht. Das ist nur so, wenn man alt wird, hat man viele Schmerzen und man wacht eben öfter auf und dann kommt man in eine Art polyphasischen Schlaf. Also man schläft mehrmals, relativ kurz. Das ist im Alter normal, weil man, wie gesagt, unter Schmerzen leidet. Und deswegen glaubt man, man würde im Alter auch mit weniger Schlaf zurechtkommen. Auch wenn das so nicht stimmt. Ein Fünftel bis ein Drittel aller Leute, mindestens, leidet unter Schlafproblemen. Da gibt es ja vieles, zum Beispiel Schnarchen. Das ist, wenn man viele Unebenheiten oder Verengungen hat, in den Wegen, wo die Luft nun mal durchströmt. Oder wenn man sich falsch verlagert und die Atemwege sich teilweise sogar schließen, das nennt man dann Schlafapnoe und ist sogar ziemlich gefährlich auf Dauer. Ist aber behandelbar. Was allerdings nicht behandelbar ist, ist die sogenannte Narkolepsie. Dann ist da oben was verkehrt. Denn dann bekommt man Schlafanfälle. Man schläft einfach irgendwo ein. Das fängt an, dass man Muskelschwäche bekommt, Abgeschlagenheit und dann fällt man einfach um. So kann's gehen. Und es gibt Leute, die haben das mehrmals am Tag, dass die einfach so umkippen und einschlafen. Also ein beruflicher Alltag ist mit sowas eigentlich unmöglich. Und auch sonst würde ich fast schon sagen, ach, kann man sich ja kaum Hobbys zulegen. Da kann man nicht mal Computerspiele spielen, wenn man einschläft, denn verliert man ja. Also da kann man ja gar nichts, also vielleicht ein Buch lesen, wenn man sich dann noch erinnert, wo man war. Also das ist schon eine ziemlich eklige Krankheit. Manche leiden auch unter der Tatsache, sich nicht bewegen zu können, wenn man aufwacht und das kann richtig in Panik versetzen. Das nennt sich Schlafparalyse, denn während man schläft, nur wenn man einschläft, man soll ja während des Traumes nicht wegrennen. Von daher betäubt sich der Körper quasi selbst, bis auf die Augen und das Zwerchfell zum Atmen. Also jetzt von der willkürlichen Muskulatur her. Und bei Schlafparalytikern ist es so, dass es ein bisschen länger dauert, bis diese Paralyse wieder vollständig gelöst ist. Allerdings ist das nichts Schlimmes, mal abgesehen von einer kleinen psychischen Belastung. Den Schlaf grundsätzlich trennt man in Non-REM- und REM-Phase. Die Non-REM-Phase ist die Phase, in der sich die Augen nicht bewegen und die REM-Phase, in der man sieht, wie die sich ganz schnell bewegen. REM steht für Rapid Eye Movement. Der Non-REM-Schlaf, der als erstes stattfindet, der wird in 4 Stadien unterteilt. Das geht dabei um die Gehirnwellenamplitude und Geschwindigkeit. Und das dritte und vierte Stadium nennt man dann auch den Tiefschlaf, den es im REM allerdings auch noch einmal gibt. Wenn man in einer Tiefschlafphase aufwacht, das ist eine Phase, in der sich der Körper regeneriert, dann ist man ein ziemlicher Muffel. Deshalb muss man zusehen, am besten eher in einem leichten Schlaf aufzuwachen.
Und das kann man ausrechnen. Dazu kommen wir ja jetzt. Wie lange sollte man denn schlafen? Nun, das ist eigentlich, wie gesagt, unterschiedlich. Es gibt viele Arten. Momentan ist es so, dass man sagt, 8 Stunden am Stück mindestens, wenn man abends ins Bett geht. Aber das ist eigentlich großer Unfug. Denn erst durch künstliches Licht und psychotrope Stimulantien sind wir überhaupt in der Lage, keinen polyphasischen Schlaf zu haben. Und jetzt schalten wahrscheinlich alle ab. Gut, nochmal einfach erklärt. Wir haben elektrisches Licht. Früher hatten wir Kerzen. Davor hatten wir Schälchen mit Öl drin und Fäden. Wir haben also schon bestimmt 2.000, 3.000 Jahre künstliches Licht. Und wahrscheinlich ähnlich lange kennen wir Substanzen, die uns wach halten. Das bekannteste darunter ist Koffein. In Tee ist übrigens das gleiche drin, vor allen Dingen in Schwarzen, das nennt sich da dann Tein. Das wirkt ein bisschen schwächer, aber eben viel länger. Koffein an sich blockiert erstmal das Adenosin. Adenosin ist ein Hormon, was dafür sorgt, dass der Körper sich selbst limitiert und nicht überschöpft quasi. Das heißt, der Körper versteht nicht mehr, dass er eigentlich kaputt ist. Wenn man allerdings mindestens 2 Wochen sehr häufig Koffein zu sich nimmt, bildet er zusätzliche Rezeptoren und diese Wirkung ist nicht mehr so ganz da. Dennoch allerdings die psychische, denn Kaffee verursacht durch Ausschüttung von Adrenalin körperlichen Stress. Dadurch ist man wach und irgendwann denkt sich aber der Körper, huch, schon wieder Stress und es ist ja schon wieder nichts. Also wird man auf Dauer auch ein bisschen stressresistent. Wie bei allen Dingen, die zu häufig zugefügt werden, um irgendwas zu erreichen, stumpft der Körper dahingehend ab. Es ist also nicht so wirklich das Wahre. Wenn man 100 Tassen Kaffee trinkt oder 40 von diesen Koffeintabletten nimmt, dann ist man hinüber. Und bereits bei 10% davon kann man gesundheitliche Schäden nehmen. Aber na gut, wer haut sich auch so viel rein, ne? Empfohlen ist ja gerade mal die Hälfte von 10% maximal. Sich an Koffein zu gewöhnen, nennt man auch Toleranz. Vom Körper da. Es wirkt erst einmal motorisch belebend, später auch sensorisch erweiternd, bei wenig Kaffee eher anregend, bei viel Konsum tatsächlich erregend. Es hebt die Stimmung und macht konzentrierter und wenn man davon viel nimmt, dann pusht es den Kreislauf ganz schön hoch. Man kriegt Schweißausbrüche, Herzrasen, also ein Krempel, kann auch unangenehm sein. Manche haben auch Probleme mit dem Einschlafen, weil Einschlafen ist psychologisch gesehen eine Kontrollabgabe. Wenn man allerdings unter vielen Ängsten leidet, kann es einem schwerfallen, ins Bett zu gehen und man hat keinen wirklichen Schlafrhythmus. Also wenn man auch zum Beispiel viel Stress und Belastung ausgesetzt ist. Deshalb gibt es auch immer mehr Leute, die Schlafprobleme haben und ich denke mal, die Dunkelziffer liegt bei mindestens jeder Zweite, ne? Und jetzt erkläre ich euch mal, wie man gut schlafen kann, also wie viel man eigentlich schlafen sollte. Wie schon erklärt, ich habe ja schon mal angeschlagen, so wie wir jetzt schlafen, das tun wir erst, seitdem wir das künstliche Licht erfunden haben und seitdem wir psychotrope Stimulantien besitzen. Denn früher gingen wir ins Bett, wenn es dunkel wurde. Das Licht war weg und der Körper denkt, okay, jetzt setze ich mich zur Ruhe und schlafe. Dann hat man geschlafen und wurde nachts irgendwann wach, hat sich dann vielleicht mit irgendwas beschäftigt, soweit es ging halt, ohne dass man gucken konnte oder man dachte einfach nach oder keine Ahnung und schlief dann später nochmal wieder ein. Und das ist es nämlich. Alle Tiere in der Natur schlafen nicht an einem Stück durch, sondern schlafen in verschiedenen Phasen. Und wir Menschen heben uns zwar gern ab, aber sind auch nur Säugetiere. Es gibt diesen sogenannten Upper Man Schlaf, also der Übermensch-Schlaf. Der wurde erfunden, um möglichst mit wenig Schlaf auszukommen. Also man kann den Körper darauf konditionieren, daran gewöhnen, diese Schlafphasen zu verkürzen. Denn die Non-REM- und REM-Phase, also der Leichtschlaf, Tiefschlaf, wieder der leichte Schlaf, dann das Rapid Eye Movement und alles, das hat einen Zyklus, wo es anfängt und wo es endet. Und der dauert 90 Minuten, dann fängt er wieder von vorne an. Deshalb kann man auch errechnen, wann man aufwachen sollte. Man kann also immer nach 90 Minuten Schritten sehr gut aufwachen. So, allerdings können sich diese Schlafphasen verkürzen, wenn man sich angewöhnt, nach 4 Stunden für 20 Minuten ins Bett zu gehen. Dann wieder 4 Stunden wach, 20 Minuten schlafen. 4 Stunden wach, 20 Minuten schlafen. Nach 6 Mal schlafen am Tag kommt man also auf insgesamt gerade mal 2 Stunden Schlaf. Und auf Dauer würde es tatsächlich reichen. Aber in der heutigen Welt, es ist eigentlich nicht möglich, das so einzuhalten. Es ist allerdings auch möglich, statt mit mindestens 8 Stunden, gerade mal 6 Stunden auszukommen, wenn man denn diese 20 Minuten Schlaf mittags einmal einführt, aber dann auch hält. Denn dieser Rhythmus ist schon wichtig. Ich allerdings denke da an eine ganz andere Art und Weise, wie man an diesen perfekten Schlaf kommt. Und zwar teile ich einfach diese 90-Minuten-Parts und sage, nachts 3 Stunden, mittags 3 Stunden. Dadurch habe ich 2 Schlafzyklen und der Abstand ist nicht so lang.
Normaler Mensch ist ungefähr 14 Stunden am Stück wach, bevor er denn wieder schläft. Und das ist von der Natur nicht vorgesehen. Das führt zu Abgeschlagenheit. Wenn man aber gerade mal 6 bis 9 Stunden wach ist, bis man wieder schläft für 3 Stunden, dann erholt sich der Körper viel effektiver, man ist viel leistungsfähiger und wacher. Man muss natürlich immer gucken, wie lässt sich das mit meinem Rhythmus vereinbaren, aber selbst jemand, der arbeitet, kann das tun. Wenn man arbeitet und sich, wenn man nach Hause kommt, um 5 hinlegt ins Bett, so bis 8, und sich dann irgendwann nachts um 3 nochmal hinlegt bis 6, dann hat man den Schlaf auch drin, den man benötigt. Und man kommt mit 6 Stunden super aus, ohne dass man immer dieses leichte Gefühl da, dass man dann am Wochenende das ganze Wochenende verpennt, weil man in der Woche nicht vernünftig zu Schlaf kam. Wahrscheinlich kann man es auch schaffen, 3x 90 Minuten oder einmal 180 und einmal 90 Minuten zu schlafen. Wird wahrscheinlich auch funktionieren. Man muss halt gucken, wie kommt der Körper damit klar und rumexperimentieren. Der Punkt ist immer, dass ich sage, es ist nicht gesund, den Körper darauf zu konditionieren, kürzer zu schlafen, dass die Schlafphasen sich verkürzen. Aber diese 90-Minuten-Schritte einzuhalten und danach so ein bisschen rum zu experimentieren, das finde ich ist ein guter Ansatz für den richtigen Schlaf. Wie komme ich überhaupt darauf, dass ich euch jetzt den großen Vortrag über Schlaf halte und warum habe ich mich überhaupt darüber informiert? Nun, das liegt daran, dass ich in der letzten Nacht war mein Computer scheiße langsam und hat mich so aufgeregt, dass ich gedacht habe, nee, komm, jetzt klopfst du dir ein Monster, statt ins Bett zu gehen. Und statt zu schlafen, machst du das Projekt zu Ende, machst durch und dann habe ich gedacht, komm, jetzt beschäftigst du dich nochmal eingehender mit Schlafforschung. Das habe ich zwar schon mal gemacht, aber da ging es eher um luzide Träume und so ein Krempel. Und jetzt wünsche ich euch noch einen schönen Tag und mal gucken, wahrscheinlich kommt es heute nicht mehr raus, aber wahrscheinlich morgen, also Dienstag und dann noch einen lauschigen Dienstag halt. Und wenn es Mittwoch rauskommt, dann dürft ihr mich alle hauen, weil das wäre ja echt peinlich. Gute Nacht. Gute Nacht, nein, das wollte ich nicht sagen. Schlaft schön oder tschüss oder keine Ahnung. Und hier kommt jetzt endlich meine Endcard. Ist das nicht schön? Ach ja. Ist das nicht schön, dass der Sound jetzt auch so schön funktioniert? Übrigens, die Soundtracks sind ja jetzt auch fast alle hochgeladen von Reaper of Souls. Wenn ihr wollt, dass ich unbedingt jetzt auch noch alle anderen aus der Vanilla-Edition, aus den ersten 4 Akten des Spiels, auch noch hochlade, ja, dann müsst ihr das nur sagen oder einfach genug anklicken, dass ich sehe, okay, da ist scheinbar die Resonanz da. Ja, das ist das zweite Video, was ich so drehe, auf diese Art und Weise mit Mikrofon. Das erste seht ihr wahrscheinlich gar nicht, zumindest die meisten von euch, weil das war wieder ein kleines Schimpfe-Video, so ein Klarstellungsvideo. Aber das sehen halt nur diejenigen, die mich wirklich gut kennen. Das habe ich nicht öffentlich. Ich habe noch ein bisschen was zu tun. Ich freue mich schon auf Sommer. Ich suche mir ja jetzt eine eigene Wohnung. Ich habe heute ein bisschen rumtelefoniert. Ich habe den nächsten Termin beim Arbeitsamt, um mich zu beraten, zum Rathaus wegen Wohngeld, um danach zu fragen, wie man sich da noch ein bisschen was dazu verdingsen kann. Ja, die Schule hat mir heute auch bestätigt, dass das alles klar geht. Mein Abi mache ich also ab Sommer. Und wenn ich das Finanzielle geklärt habe, auch mit meinem Vater nochmal abgesprochen, dass ich dann mal so was wie Unterhalt kriege, ja, dann kann ich dann mich demnächst darauf konzentrieren, mir eine schöne Wohnung zu suchen. Und ab Sommer bin ich dann endlich ein bisschen autonomer, ne? Da freue ich mich tatsächlich schon drauf. Und dann ist vieles anders. Und dann kann ich mir auch vorstellen, wenn ich selbst nicht mehr dauernd so unter Stress bin, ich muss das hier jetzt nicht auch wieder aufführen, woran das alles liegt. Aber wenn ich dann wieder ein bisschen ruhiger bin und ein bisschen geregelten Alltag habe, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ich diese Nachrichtenvideos oder kleine wissenswerte Sachen wirklich auch mal so 2x wöchentlich mache oder so. Also wirklich mal sage, es gibt einen Tag und am besten noch eine bestimmte Uhrzeit, zu dem ich immer vornehme, sowas hochzuladen. Also am besten schon einen Tag vorher alles vorbereiten, dass es dann, wenn was passiert und dann so nicht so eng wird und auf jeden Fall, dass eine Regelmäßigkeit reinkommt und dieser YouTube-Account mal wirklich effektiv genutzt wird. Warum gehe ich nicht gleich vor die Kamera, weil ich sowieso noch quatsche? Quatsche ich jetzt sowieso alles auf die Endcard. Und meine Frisur ist heute fürchterlich. Ich habe dauernd so eine Spalte vorne im Pony. Ist das nicht fürchterlich? Meine Fresse. Ohne Glätteisen geht ja bald gar nichts mehr. Ich muss unbedingt zum Friseur, aber im Moment habe ich kein Geld. Naja, okay. Dann. Tüdelö. So, jetzt ist aber Schluss hier und tschüss und bye bye und ich muss jetzt echt mal weitermachen mit was eigentlich? Naja, tschüss.